Jojojo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu My Time at Porsche. Neuer Tag, neues Glück. Wir gucken mal, wie weit draußen unsere Maschinen gearbeitet haben. Oh, ich höre schon, ist noch am Sägen. Aber hey, geil, da sind schon mal 5 Holzbretter fertig. Ein paar. Oh. Auftanken. Ich glaube, ich müsste mal noch ein paar Kisten craften. Holzkiste. Kein Holz mehr. Meine Güte. Und ich habe gedacht, jetzt reicht das Holz erstmal. Okay. Dann knallen wir uns jetzt nochmal ein paar Bäume hier um. Oh, das waren 14 Holz, Alter. Die richtigen Bäume, die geben auch ordentlich was. Die hier geben halt mehr Fasern. Nicht genug Gegenstände. Da unten könnten wir auf jeden Fall so eine Fangbox machen. Wie gesagt, ich habe mich über das Spiel null belesen. Ich habe es nur gesehen und fand es einfach vom Aussehen her cool. Und deswegen zocken wir das halt jetzt so. Mal schauen. So, jetzt können wir... Oh. Ah, nein. Gott sei Dank wird das nicht abgebrochen. Ach doch, ich habe es aufgetankt. Ach, Hütchen. Ach ja, stimmt. Aufgetankt habe ich noch, aber ich hatte keine Geld mehr für, kein Holz mehr für Holzkiste. Brauchen wir noch eine. Holzkiste. Das Schöne ist, dass man echt nicht wirklich sortieren muss, weil ja einfach alles drinnen liegt, ne? Und dann kann man damit craften. Das heißt, wir schmeißen jetzt hier einfach alles rein. Was nicht geht, in die nächste Kiste. Pflanzenfasern haben wir scheinbar zu viele. Okay. Kleiner Pflanzkasten. Wo bauen wir dich? Brücke zur Bernstein. Ja, gut, okay, das dauert aber noch ein bisschen. Ah, ich muss... Ich habe doch so viel schon getroffen. Gemeinheit. So. Quest. Kleiner Pflanzkasten. Wir haben alles. Klein. Okay. Das ist klein. Was ist denn das hier? Ich nehme... Ach, die Marke habe ich gesetzt. Okay. Okay, die beiden soll ich noch treffen. So, Mission. Ernten. Ach so, warte. Nee, halt, hä? Einmal die Lille und ein paar Samen. Lerne einen kleinen Pflanzkasten zu fertigen und pflanze die Samen. Zeige Emily die Ernte. Ach so. Drücke die rechte Maustaste, um den Status der Pflanze zu überprüfen. Halte das Saatgut in der Hand und drücke die linke Maustaste, um zu säen. Name der Pflanze. Unreife Pflanze entfernen, um reife Pflanze abzuernten. Halte den Dünger in der Hand und drücke die linke Maustaste, um ihn anzuwenden. Okay, also brauchen wir jetzt Saatgut. Das hier hat sie uns gegeben, ne? Das ist Dünger. Säen. Wenn ich jetzt dauert das noch 2 Tage. Dünger anwenden. Kann ich jetzt nochmal Dünger anwenden und die Leiste unten geht voller? Ja. Okay. Gut, dann packen wir das erstmal wieder weg. Dann gucken wir uns mal weiter in der Stadt um und gucken mal, ob irgendwelche neuen Aufträge sind. Erstmal mal Post. Vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Klitschbasar eine wichtige Ankündigung. Bitte komm pünktlich um 19 Uhr. Ach, stimmt ja. Heute kann man gar keine, Gut. Dann treten wir nochmal ein paar Bäume.
Ich würde gerne noch zwei so eine Kokons haben, dass ich mir auch eine Angel machen kann, dass wir das mal ausprobieren. Aber dann müsste hier was anderes als Gummifrüchte kommen. Los. Da, einen haben wir schon. Das war Honig. Honigbienenwachs, sogar noch was anderes. Königlicher Honig. Okay, und wieder gucken. Dava. Ich bin neu in der Stadt. Ich bin Dava. Man verwechselt mich leicht mit meinen Brüdern. Also sei nicht überrascht. Okay. Ich habe Angst, mit anderen Leuten zu trainieren. Die boxen mich nachher um, aber ich kriege immer Geld dafür, wenn ich gewinne. Wobei, ich weiß nicht, was ist, wenn ich verliere. Verliere ich dann noch Geld? Bronzebarren. Ne, Bronzebarren können wir noch nicht. Okay, dann brauchen wir Würmer. So, jetzt packen wir erstmal den Mist weg. Okay. Da unten ist noch Wasser. Wir gehen mal zum Angeln. Da heute Sonntag ist... Oh, da fährt das Auto. Jetzt bin ich die Kamera total rumgeschwingt. Oh, da hinten ist ein Schatztruhe auf der Insel. Was ist jetzt los? Ich kann nicht schwimmen. Okay. Wow. Nee. Bin nah am Angelplatz. Gibt es denn hier spezielle Angelplätze? Ich will angeln. Wie erkenne ich denn den Angelplatz? Sieht alles gleich aus. Da hinten bestimmt. Bin ich nicht nah am Angel... Ah, guck mal, hier ist die Anzeige. Wenn der Fisch anbeißt, klicke mit der linken Maustaste, um die Schnur einzuholen. Sonst schwimmt der Fisch dir davon. Sobald der Fisch anbeißt, erscheint das Ausrufezeichen. So, ich muss den Distanzmesser auf 0 bringen. Der rote Kreis zeigt die Schnurspannung an, erreicht diese... Die größte Blase reißt die Schnur. Okay. Nach links und rechts bewegen, um die Angelrute zu steuern, die Blase über den Fisch zu halten, wenn... Was? Und die Blase über dem Fisch zu halten. Wenn der Winkel zu groß ist, wird die Spannungsanzeige rot. Ist die Blase über oder nahe dem Fisch, nimmt die Spannung ab. Okay. Okay. Maus, okay. Die linke Maustaste bzw. linke Maustaste, um den Fisch einzuholen. Die Spannung wird langsam zunehmen, wenn deine Angelrute rot wird. Okay, okay. Achso, und einholen, okay. Wow, was? Der bringt 60? Achso. Okay, wir haben erstmal eine fette Einnahmequelle. Andere denken sich bestimmt, Gott, der ist gar nichts wert, aber 60 ist doch schon echt cool. Ein Goldring, der ist 100 wert, wie geil. Dein goldenes Haar ist so wunderschön. Ich frage mich, ob mir jemand mit dem goldenen Haar... Oh Gott, so schnell konnte ich gerade gar nicht lesen. Ist das cool. Jetzt verange ich meine kompletten Köder. Ich hab, glaube ich, 11 Köder. Das sind 660 Gold. Okay, das waren 30er. Okay, naja. Ein Schläger. Aber er wirft auch automatisch wieder aus, Leute. Also. Also eine Angelstelle ist da, wo man Fische sieht. Das ist schon mal gut zu merken.
Schade, jetzt kriege ich gerade bloß noch die für 30, aber auch die sind echt cool. So, mach das so, ist doch entspannt Geld verdient. Wie kann ich denn aufhören? Ah, mit Escape einfach. Ob ich nochmal weiter gucke? Ich guck mal weiter, vielleicht finden wir noch irgendwo was. Da hinten ist auf jeden Fall noch einer am Wasser. Gucken wir doch mal, was das für ein Gesell ist. Vielleicht finden wir noch irgendwo anders was. Ach, guck mal, da oben ist irgendwas mit Regenschirm. Eine Raupe mit Regenschirm? Ein Seeigel. Level 9. Ich glaube, den möchte ich noch nicht angreifen. Hä, wie sieht der... Das sieht ja aus wie eine... Der versucht, Fisch zu fangen. Im Bademantel. Papa Bär. Hallo, Papa Bär. Sanftmütiger Bär, Adoptivvater von Oaks. Au, au, au. Au, 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 au. Au. Was, das hat er nicht gemocht? Er hat doch eben versucht, Fische zu fangen. Da vorne ist noch eine Truhe, ich komme da nicht rüber. Alter Fall. Was ist das denn hier? Ein Ballonseeigel. Krass, was sind, was sie sich für lustige Monster haben hier einfallen lassen. Was gibt's hier Schönes? Okay, nichts Besonderes. Irgendwie ist die Hintergrundmusik ist auch einfach so schön, da mag ich manchmal auch einfach gar nichts sagen. Das hört sich einfach nur entspannt an. So, was haben wir denn hier noch alles Schönes? Der verlorene Ring, mit blonden Leuten reden. Eine Panda-Fledermaus. Wie cool. Wir können den Ring auch einfach verkaufen, der bringt immerhin 100 Gold. Oh, wir sollen um 19 Uhr an der Stadtdings sein, ne? Ist schon 17 Uhr. Okay, da ist zu. Oh, nicht schlagen. Warte nochmal kurz, ein paar Bäume treten. Alter, habt ihr gesehen, der Honig ist nach da hinten geflogen. Da hinten irgendwo lag der, ganz links am Baum. Oh, hier ist ein Apfelbaum. Ich will Äpfel haben. Na gut. Ah, wieder eine Raupe. Super. Sanva. Ach, den kennen wir schon. Ich mag das Thema Porsche wirklich sehr. Friedlich und entspannt. Ich brauche... Oh, oh, Schatzkiste. Aprikosensaft. Okay, blonde Leute. Wer bist du? Merlin. Wow. Du bist neu, nicht wahr? Hast du dich verlaufen oder so? Wenn du irgendwas vom Wert aus den alten Welt findest, gib es uns bitte. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr Entdeckungen die Welt verändern können. Hör nicht auf das, was die Kirche sagt. Wir wollen den Ludwig-Vorschritt. Oh Gott. Ja, macht man jetzt die oder macht man die Kirche? Phyllis, du bist blond. Wie läuft's? Ich habe beim Angeln diesen Ring gefunden. Gehört er dir? Der sieht ziemlich teuer aus, also gehört er definitiv nicht mir. Hehe. Hm. Verdammt. So, wen haben wir denn noch? Bist du blond, Tobi? Bist du gerade hergezogen? Hab dich vorher noch nie gesehen. Django ist der beste Lehrer überhaupt. Na. Oh, oh, oh. 19 Uhr, ich sollte pünktlich sein. Ich bin fast pünktlich. Guten Abend allerseits. In der letzten Zeit wurden viele Pandamäuse gesichtet. Ich weiß, sie sind süß.
aber bitte kommt ihnen nicht zu nah, sie sind gefährlich. Ich habe die Zivilgruppe gebeten, sie zu verscheuchen, aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. Wir wissen alle, wie eine Panda-Maus-Plage ist. Manchmal wünschte ich, wir hätten einen Panzer. Was? Ist aber sehr, sehr brutal, Alter, gleich mit dem Panzer auf dich schießen. Des Weiteren haben wir beschlossen, eine Brücke zur Bernsteininsel zu bauen. Es wurde auch bereits ein Handwerker für dieses Projekt ausgewählt. Außerdem haben wir mit den Vorbereitungen zum Bau des Töff-Töff-Transportsystems begonnen. Ich werde mich in den nächsten Wochen um die Finanzierung kümmern und bald einen Handwerker auswählen. Spenden sind willkommen. Was? Warum habe ich nichts von der Brücke gehört? Wann war das? Oh, jetzt kann ich da endlich angeln. Er will schon wieder Geld. Zu guter Letzt haben wir seit dieser Woche einen neuen Handwerker in der Stadt. Er lebt in der alten Werkstatt vor dem Stadttor. Lasst uns alle Equity herzlich willkommen heißen. Martha? Riechst du etwas, das dir gefällt? Okay. Ich habe gedacht, du bist blond. Gast, du bist blond. Nee, dich meine ich nicht. Ich meine Gust. Architekt und Geldsohn, was gibt es? Gehört dir dieser Ring? Ich habe ihn beim Angeln gefunden. Nein, aber er kommt mir irgendwie bekannt vor. Wie auch immer. Super. Hallo, Ginger. Du musst der neue Handwerker sein. Schön, dich mal kennenzulernen. Ich bin Ginger. Ich hoffe, dir gefällt unsere kleine Stadt. Die Leute in Portia sind ein einfaches, freundliches Völkchen. Ich genieße es wirklich sehr, mich mit ihnen zu unterhalten. Okay, und was machst du so? Sam, du bist blond. Hey du, siehst gut aus. Gib mir in die Ruhe in Nacht. Erwarte nicht, dass ich jedes Mal dein Hintern rette, okay? Verdammt. Ist hier noch wer Blondes? Ginger, die Rothaarige. Das ist aber auch sehr... Hallo. Die Getränke sind vor allem Braumeister, wie Django. Ja, ja, bla, bla, bla. Hast du mir schon mal? Kann ich Tafelrunde? Was ist das? Porzellanteller. Okay. Einmal rein, bitte. Abends doch immer viele hier trinken. Hallo, Erwa. Hi, ich habe bei der Versammlung von dir gehört. Wie lange wirst du bleiben? Ewig. Ich mag das Leben Portia sehr friedlich und entspannt. Okay. Hallo, Mai. Ich habe gerade einen Tipp erhalten. Mehr kann ich dir nicht sagen. Du musst es später lesen. Ich suche Blondies. Vielleicht eine Blondie, die ich noch nicht kenne? Du bist... Dich hatten wir gerade schon. Alice ist nicht blond. Oh, was liegt hier? Okay, sieht aus wie ein Spielplatz. Ja, vielleicht sollte ich nicht mitten in der Nacht nach den Leuten suchen, ne? Kann ich hier aufs Haus? Jawohl. Wow! Und gleich wieder runter. Antoine! Ich mag den Frühling sehr. Okay. Hab gedacht, du bist ja auch so blond-rot. Hätte ja klappen können mit ihm. Hallo, Presley. Lee? Kennen wir schon? Kennen wir Nora schon? Ich habe an der Universität viel zu tun. Ich freue mich, hier freiwillig zu arbeiten. Es gibt mir eine Aufgabe. Was passiert eigentlich bei Schere, Stein, Papier? Papier! Oh, ich habe verloren. Du nimmst jetzt nochmal die Schere. Jetzt denkt sie, dass ich Stein nehme und Papier, deswegen nehme ich nochmal die Schere. Jetzt weiß sie, ich habe immer Schere genommen, jetzt nimmt sie Stein, deswegen nehme ich Papier. Jetzt denkt sie sich, verdammt, jetzt denkt er so und so und so und jetzt nehme ich Stein. Du hast mich platt gemacht. Mit blonden Leuten reden. Inventar. Soziales. Kennen wir hier noch Blonde? Nummer, hier ist Mai auch blond, aber sie ja eigentlich nicht. Emily haben wir noch nicht angesprochen. Phyllis hatten wir schon. Gust auch. Ja, und dann sind hier noch einige, die wir nicht kennen. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall mal zu Emily. Und morgen müssen wir mal gucken, wo wir irgendwie diese Sachen verkauft kriegen.
den Fisch und so weiter. So, jetzt sammeln wir unsere letzten SP nochmal schnell leer. Und dann ist es das auch schon wieder leider gewesen mit der Folge. Oh. Wenn ich streamen könnte, ich glaube, das wäre auch so ein Spiel, wo man schön streamen kann und sich nebenbei nett unterhält. Oh, Level Up, wie geil. Achso, wir können ja auch noch skillen. Das machen wir gleich mal. Charakter. Erstmal da rein, ne? Dann haben wir voll die 25% mehr Erfahrung. Okay. Maximale Gesundheit. Maximale Verteidigung um 15%. Noch habe ich keinen Schaden gekriegt. Aber ich glaube, das ist ganz praktisch. Wir machen erstmal den Angriff. Oh, jetzt habe ich es nicht bestätigt, ne? Oh, jetzt bin ich komplett falsch. So. Ich meine, der Schaden macht sich nachher, denke ich, bemerkbar, wenn wir irgendwann auch ein bisschen Zeug haben. Also Waffen und so weiter, die dann das auch nochmal verstärken. 10 Angriff? Wie viel haben denn unsere Handschuhe? Angriff 5, kritischer Nacker plus 100. Das ist cool, die behalten wir. Keine Rohstoffe mehr. Ich weiß aber nicht, was das Ding ist. Haben wir noch irgendwas? Wir haben noch ein paar SP, ne? Komm, wir hauen nochmal schnell einen Baum. Oder hier Büscherie. So, dann können wir nochmal gucken, was kostet denn eigentlich nochmal das neue Gebiet? Oh, aua, ich hau nur daneben. Ich hab mich voll... So. Musste mal ganz kurz bei mir den Sound ein bisschen leiser drehen. Ah, hier, da ist es. Kaufen. 1500, okay. Das haben wir. Wir können ja nochmal ganz kurz... Ja, nicht da. Missionen. Im Gange. So, wir sollten uns auf jeden Fall Carol und Sophie nochmal schnappen. Brückenkopf und Brückenkörper. Handbuch. Textil. Da. Wir brauchen... Oh, wir brauchen 25 Hartholz. Je größer der Baum, desto härter sein Holz. Also brauchen wir auf jeden Fall erstmal, denke ich, Bronzesachen. Und 3 Kupferrohr. Das... Hartholz, das ist soweit ganz einfach. Mhm. Und das hier können wir schon mal vorbereiten. Hier ist ja noch was drin, ne? Wir fertigen schon mal Steinziegel weiter an. Okay. So, Leute. Dann war es das wieder mit dieser Runde. My Time at Portia. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten wiedersehen. Und ich sage euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.